Hallo Kackbratzen. Es gibt wohl kaum einen Titel, der die Spielerschaft so spaltet wie das legendäre Myst. Die einen lieben es für seine revolutionäre Art, das Point-and-Click-Adventure-Genre quasi neu erfunden zu haben, und die anderen hassen es aus tiefstem Herzen, da es angeblich das Genre ruiniert hat. In den letzten 30 Jahren gab es aber auch vermutlich kein anderes Spiel, das so viele beinahe unzählige Remaster und Remakes erhalten hat. Und es gibt sogar ein Remake für Atari 2600er Systeme. Also muss an dem Spiel doch irgendwas dran sein, abgesehen von seiner mystischen Aura. Und dann war es eines der wenigen Spiele, die ich damals auf dem Mac gespielt habe, was aber vermutlich auch eher daran lag, dass man die für Apple-Systeme erhältlichen Spiele an einer Hand abzählen konnte. Und hier nahm auch die Erfolgsgeschichte seinen Anfang. Schon allein die Entwicklung des Spiels ist ein komplett absurdes Ding. Rein vom Konzept her war es auch nicht wirklich ein Spiel im herkömmlichen Sinne. Die Brüder Rand und Robin Miller, die dieses sagenhafte Epos schufen, waren ja noch nicht mal Gamer. Angefangen haben die beiden in den späten 80er Jahren mit interaktiven Kinderbüchern mit kaum elaborierten Geschichten und damals sogar noch mit mundgemalten Schwarz-Weiß-Bildern. Zusammengeklöppelt wurde alles dann mit Apple HyperCard und dieses Ding ist denkbar ungeeignet für die Erstellung von komplexen Programmen oder Spielen. Im Prinzip und um nicht allzu sehr ins Detail zu gehen, war das Ding mehr oder weniger sowas wie PowerPoint, allerdings mit der Möglichkeit, die verschiedenen Stapel an Karten damals schon interaktiv miteinander zu verbinden und dank einer mehr als rudimentären Datenbank. Auch wenn man dieses System nicht wirklich so nennen sollte, war es sogar möglich, Daten zu speichern. Kurz gesagt war es möglich, damit eigene kleine Programme zu schreiben, ohne überhaupt einen Plan von Programmierung zu haben. Grundsätzlich konnte man damit auch schnelle Prototypen von Programmen schustern, ähnlich wie heute auch zum Bleistift mit Figma. Hauptsächlich wurde aber HyperCard eben auch für die bereits erwähnten interaktiven Kinderbücher verwendet. Und nun kommt wieder Myst ins Spiel. Katharina, Geliebte, ich muss nun gehen. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich kann es kaum fassen. Betrachtet man sich nun also den Unterbau dieses Spiels, dann kann man nur von einer absoluten Meisterleistung sprechen. Die Miller-Brüder waren mit einem Sack voll an Hürden konfrontiert. Man hatte zum Beispiel auch die Idee, nun auch Videos in die interaktiven Geschichten einzubauen, was aber rein technisch damals nicht möglich war. Zum Glück erschien damals rechtzeitig genug mit QuickTime ein Stück Software, das den Workflow mit HyperCard endlich überhaupt erst ermöglichte. Zudem wollte man auch endlich mal ansprechende gerenderte Grafiken verwenden, womit man dann die Designer und 3D-Animatoren Chuck Carter, Richard Watson und Bonnie McDowell an Bord holte. Und um die Mannschaft perfekt zu machen, heuerte man noch Chris Brandkamp an, der sich dann um das Sounddesign kümmern sollte. Zusammen formte man mit Cyan Inc. gleich ein neues Entwicklerstudio. Da es wegen der Datenmenge absehbar war, dass man für das kommende Spiel für die damalige Zeit einen unglaublich großen Datenspeicher benötigte, kam die Erfindung der neuartigen CD-ROM gerade recht. So gesehen ist Myst auch eines der ersten Spiele, die von Grund auf für diese Technologie konzipiert wurde. Leider gab es da nur einen Haken. CD-ROM-Laufwerke waren erstens noch nicht so wirklich verbreitet und zweitens, was noch viel schlimmer war, waren sie unglaublich langsam. Als das Spiel dann 1993, also gut nach 3 Jahren Entwicklungszeit, endlich auf den Markt kam, glaubte man zunächst nicht unbedingt an einen großen Erfolg. Aber man sollte sich irren. Bist du? Ein Jahr später folgte zunächst eine Portierung für Windows und hier musste man zum ersten Mal eine richtige Game Engine schreiben, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Denn wir erinnern uns, die Mac-Version von Myst war lediglich eine aufgebohrte PowerPoint-Präsentation. Allerdings mit gut 2500 vorgerenderten Grafiken mit einer Auflösung von 544 auf 332 Pixel. Das Rendern einiger Grafiken dauerte einige Stunden, während angeblich andere Grafiken erst nach Tagen fertig waren. In einen weiteren Schritt erhielten sie mit Photoshop den letzten Schliff verpasst. Zudem gibt es noch 66 Minuten Videomaterial, das allerdings aus Ladezeit- und platztechnischen Gründen zu Tode komprimiert wurde. Dieses Spiel schreite also schon damals nach einem Remaster, aber darauf kommen wir später nochmals zurück. In dem Moment, als ich in die Spalte stürzte, erkannte ich, dass das Buch nicht wie geplant zerstört werden würde. Es fiel immer weiter in diese sternklare Weite, von der ich nur einen flüchtigen Blick erhaschen konnte. Worum geht es überhaupt in diesem epischen Meisterwerk? Myst ist ein episches und spannendes Abenteuerspiel, das durch die Bank von Jules Vernes Buchs Die geheimnisvolle Insel inspiriert wurde. Zudem sind die Miller-Brüder stolz wie Bolle, dass dieses Spiel absichtlich stumpfsinnig ist und die wohl unlösbarsten Rätsel aller Zeiten besitzt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Schiffbrüchigen, der auf einer namenlosen Insel wieder zu Sinnen kommt. Zu Beginn hat man nicht einen Hauch einer Ahnung, was man überhaupt tun muss. Aber keine Angst. Im Verlauf des Spiels wird das nicht besser. Während man nun versucht, die seltsamen Rätsel zu lösen, kommt man zwei Brüdern auf die Spur, die irgendwie in zwei verschiedenen Büchern gefangen sind.
bringen Sie mir die blauen Seiten. Das Ziel ist es nun, einen der beiden Brüder zu befreien. Oder auch nicht. Je nachdem, wem man mehr vertraut. Aber insgesamt sind beide Brüder ziemliche Arschkrampen. Sie müssen mir helfen. Bringen Sie mir eine rote Seite. Wer viel Sitzfleisch hat, spielt Myst also mehrmals durch, um auch alle vier verschiedenen Enden zu sehen. Um nun die beiden Pulchen zu befreien, gilt es nun verschiedene blauen und roten Seiten der verschiedenen Bücher zu finden, die überall im Spiel verteilt sind. Um sie alle zu finden, muss man zudem in verschiedene Zeitalter reisen und jedes Mal verliert man ein wenig mehr von seinem Verstand. In der Urversion des Spiels konnte ein Durchgang schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Nicht unbedingt wegen der teils komplett kaputten und unlösbaren Rätsel, sondern wegen der absurden Ladezeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen. Und sollte euch das Spiel ein Blitzsymbol präsentieren, dann solltet ihr niemals und wirklich absolut niemals niemals draufklicken. Es hilft vielleicht dabei, bereits erkundete Gebiete viel schneller zu durchqueren, indem man einfach mehrere Frames überspringt. Aber dadurch wird man auch alle Hinweise und Gegenstände übersehen, die man auch schon vorher komplett missachtet hat. Auch wenn es absurd viel Schmerzen bedeutet, sollte man also unbedingt in Schneckentempo durch die Bildschirme reisen. Die Hauptinsel von Myst ist zum Glück relativ klein und dient auch nur als Portal zu den vier Zeitaltern. Um in ein anderes Zeitalter reisen zu können, gilt es, eine Reihe von Rätseln zu lösen. Das Spiel wird mit einer Point-and-Click-Oberfläche gesteuert. Die Bewegung durch die Level ist aber, wie erwähnt, eine kleine Qual, besonders wenn man die PS1 oder die Urfassung spielt. Myst ist nicht mehr als eine Diashow und die einzelnen Bildschirme sind nicht durch Animationen untereinander verbunden, womit nicht nur die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, sondern auch die visuelle Präsentation. Das rückt aber sehr schnell in den Hintergrund. Und mal von ein paar Ausnahmen abgesehen, sind die Zeitalter und auch deren Rätsel insgesamt doch sehr fesselnd und herausfordernd. Die Zeitalter kann man in beliebiger Reihenfolge erkunden. Jedes ist sehr unterschiedlich und sorgt für ein abwechslungsreiches Gameplay. Das mechanische Zeitalter besteht aus einer zentralen Festungsstruktur mit einer kreisförmigen Schiene, die von ihr umgeben wird und auch Zugang zu zwei weiteren kleineren Inseln bietet. Das Kanalholz-Zeitalter bietet Baumhäuser hoch über einem Sumpf mit Seilbrücken. Hat man auch noch den Wasserfluss durch ein absurdes Netzwerk aus Metallröhren und Schaltern unter Kontrolle bekommen, kann man sogar Aufzüge nutzen, um wichtige Bereiche zu betreten. Das Selenit-Zeitalter ist etwas in Nebel gehüllt und enthält 5 Stationen, die alle mit einem anderen Klang verbunden sind. Danach wartet auf euch schon das beste Labyrinth aller Zeiten auf euch und ich hoffe, ihr habt einen guten Therapeuten zur Hand. Zu guter Letzt gibt es noch das gute Steinschiff-Zeitalter mit einem halb versunkenen Schiff auf felsigem Gelände, das von Wasser umgeben ist. Zudem gibt es einige unterirdische Gänge, die aber ganz offensichtlich erstmal versperrt sind. Die Rätsel in Myst variieren von extrem schwer bis leicht und man findet sie in Hülle und Fülle. In der Regel gilt es, Informationen an einem Ort zu finden, um diese dann an einem anderen Ort zu verwenden. Und das ist wohl die größte Herausforderung, denn wer keine Lust hat, sich Notizen zu machen, wird wohl im Spiel nicht sehr weit kommen. Ein weiteres Muss bei diesem Spiel ist es, genau auf Geräusche zu achten. Es gibt da zum Bleistift ein Rätsel, in dem man Wasser durch Rohre leiten muss. Hier sollte man unbedingt seine Lauscher aufsperren und von Schmalz befreien, denn man muss mitunter wirklich sehr gut hinhören, ob das Wasser auch durch die richtigen Rohre fließt. Ich kann euch an dieser Stelle wirklich nur eindringlich warnen. Besonders in der Urfassung ist es wirklich wichtig, dass ihr euch zu all den Dingen, auf die ihr während eurer Suche stoßen werdet, auch wirklich alles notiert, und dazu gehören auch Geräusche, die eventuell ein Objekt macht. Natürlich kann man auch eine Komplettlösung verwenden. Aber spätestens im Labyrinth wird man vermutlich seine restlichen 5 verbliebenen Synapsen verlieren und mit einem Weinkrampf zusammenbrechen. Stop it. Get some help. Noch schlimmer macht es, dass die Fassung von 1993 oder auch die PS1-Version nicht unbedingt eine schöne Grafik haben. Und auch schon damals gab es Spiele mit hübscheren Bildern. Ich sag das jetzt nicht, weil man sich auf die Sub-Sub-HD-Grafiken keinen runterholen kann, sondern weil die teils sehr matschige Ansicht die Pixelsuche komplett erschwert und teilweise unlösbar macht. Wer mit dem Cursor also nicht wirklich Linie per Linie des Bildschirms absucht und auch nicht noch jeden Pixel 3-mal umdreht, wird höllische Schwierigkeiten haben, um einen Gegenstand zu finden. Ich will hier ja nicht unnötig trollen, aber die 1993 veröffentlichte Mac-Version lief um einiges besser als der lauwarme Windows-Aufguss, der ein Jahr später veröffentlicht wurde. Die Übergänge in der Mac-Version waren um einiges sanfter und die Farbpalette war um ein Vielfaches schöner und nicht so matschig wie die Windows-Fassung, was sich auch positiv auf Rätsel und Orientierung im Level im Allgemeinen auswirkte. Zudem konnte der Mac mit dem Sound auch besser umgehen, was die entsprechenden Rätsel um einiges lösbarer machten. Ich verdanke Ihnen mein Leben und werde Sie reich belohnt.
Die Ur-Version wurde in den folgenden Jahren unter anderem für Sega Saturn, Sony PlayStation, Atari Jaguar, Amiga, CD-i und sogar 3DO portiert. Und so wirklich empfehlen kann ich keine einzige der Versionen. Aus diesem Grund haben dann amerikanische Wissenschaftler das Remaster entdeckt und so wurde im Jahr 2000 erstmals eine aufgebrezelte Masterpiece-Edition genannte Version veröffentlicht, gefolgt von einer Reihe verwirrenden anderen Remakes. Hier gab es das erste Mal einen 24-Bit True-Color-Farbmodus, im Gegensatz zu den alten 256 Farben mit sagenhaften 8-Bit. Die Auflösung von nun 640 auf 480 Pixeln machte das Kraut jetzt zwar auch nicht wirklich fett, aber die Pixelsuche wurde um einiges vereinfacht. Es vergingen dann nur aufregende 2 Jahre, bis man dann basierend auf der eigens neu kreierten Plasma Engine Real Myst auf den Markt kotzte. Hierbei handelt es sich zum ersten Mal um ein komplettes Remake des Originals, in dem man sich nun komplett frei bewegen konnte. Mal abgesehen, dass das den Miller-Brüdern überhaupt nicht gefiel, da es der ursprünglichen Vision des Spiels überhaupt nicht entsprach, lief es auf den meisten Windows-Kisten absolut grausam. Unter den Neuerungen war aber auch ein Tag- und Nachtzyklus, der besonders hervorragend war, wenn es dunkel wurde. In den arschfinsteren Bildschirmen wurde die Pixelsuche erneut erschwert, aber zum Glück gab es eine handliche Taschenlampe. Es ist immer wieder schön, wenn man ein ohnehin kompliziertes Spiel noch komplizierter macht. Aber immerhin fügte man der Story nicht nur ein komplett neues Zeitalter hinzu, sondern auch noch ein erweitertes Ende, das dann an den Nachfolger Riven anknüpft. Wer wollte, konnte auf Knopfdruck auf die klassische Version wechseln, die aber dank der neuen Engine auch mehr VR schlief. Neu war auch ein neues Hinweissystem, das einem schrittweise bei der Lösung der Rätsel helfen sollte, allerdings waren einige immer noch ein wenig kaputt, womit man mit der Hilfe auch nicht viel weiterkam. But wait! There's more! Im Jahr 2014 gab es dann ein weiteres Remake, das man auf den schönen Namen Real Myst Masterpiece Edition taufte. Diesmal prügelte man die Unity Engine in den Unterbau, aber zumindest gab es dasselbe alte Spiel mit noch besseren Grafiken und diesmal lief es auch nicht wie Arsch und Friedrich. Am Gameplay hat man auch einiges verbessert. So kann man nun ganze 2 Buchseiten auf einmal transportieren und so fragt man sich, wie verfickt schwer eigentlich eine Buchseite sein kann. Jedenfalls spart man sich mit der neuen Version jede Menge Backtracking. Zudem wurden die Strecken deutlich verkürzt und das Audio-Feedback wurde endlich überarbeitet. Und wer noch mehr Rätselspaß möchte, und wer will das nicht, darf sich über einen Zufallsgenerator freuen, der zu Beginn alle Rätsel nochmals kräftig durchmischt. Komplettlösungen sind somit leider allerdings beinahe nicht mehr zu gebrauchen. Und weil das natürlich noch nicht genug war, gab es dann nochmals ein paar Jahre später ein Remake-Remaster-Dings, das dann komplett auf der Unreal Engine 4 lief, mit noch mehr Grafik und Kram. Mit den neuen Lichteffekten sah das Ergebnis schon ziemlich gut aus und auch die kleinen neuen Details wie frisches Gras und grüne Blätter verpassten dem Ganzen noch viel mehr Atmosphäre. Wait for it. Here it comes. Damit aber noch nicht genug. Man verpasste dem Spiel auch noch eine Version für VR-Geräte, die allerdings dann grafisch etwas reduziert wurde. Aber es war dann doch ganz nett, wenn man an den Hebeln und Schaltern quasi mit seinen eigenen Händen rumfummeln konnte. Insgesamt bietet die VR-Version sogar 2 Spielmodi. In einem kann man sich mit dem Analogstick frei in der Landschaft bewegen. Aber für alle, die in VR ziemlich schnell kübeln müssen, gibt es zudem den klassischen Bildschirm-Teleportationsmodus. Beim letzten Remaster ging allerdings das Rätselhinweissystem flöten und es fehlte auch das Bonus-Zeitalter. Und um alles nochmals irgendwie schlechter zu machen, streichte man die alten Videos mit den 2 Brüdern, die übrigens von den Gebrüdern Miller gespielt wurden, und ersetzte sie durch billige 3D-generierte Imitat-Imitationen. Bitte, lassen Sie mich frei! Und auch der vormals eingeführte Tag- und Nachtwechsel fehlte ebenfalls. Da ich allerdings ein steinalter Fuchs bin, mag ich den neuen Kram nicht. Humbug. Und es kann sein, dass ich bei all den Remaster-Remakes auch komplett den Faden verloren habe. Aber ich sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es mag euch vielleicht wundern, aber die PS1-Version kann man bis zu einem gewissen Grad ganz entspannt spielen. In meiner Sammlung befindet sich zudem die japanische Version, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe. Man kann ja nicht genug Mist haben. Guck dich das an! Gib dir nicht so viel mehr hin! Aber ich bin Schmerzen gewohnt und vielleicht sollte man sich daran besser kein Beispiel nehmen. Für alle, die Schmerzen mögen, gibt es noch eine Version für die PSP, die im Jahr 2006 veröffentlicht wurde und für den Rest, den nun wirklich nichts mehr erschrecken kann, gibt es sogar eine Version für den Nintendo 3DS und da ich mich selbst noch nicht komplett aufgegeben habe, konnte ich diese Version zum Glück bislang vermeiden. Wobei die Steuerung mit dem PSP-Nupsi mit der Zeit einem auch höllisch auf den Sack geht. Warum sollte man aber nach 30 Jahren und unzähligen Remakes auch heute noch Myst spielen? Das ist eine sehr schwierige Frage, da es inzwischen auch ebenso unzählige Nachahmer gibt, die weitaus weniger schmerzhafte Rätsel enthalten als das Original. Bevor man auch überlegt, ob man diesen Sprung ins kalte Wasser wagen sollte, sollte man auch sehr stark überlegen, welche Version man überhaupt spielen möchte. Den Klassiker mit der matschigen Grafik, der aber die originale Vision der Entwickler widerspiegelt, oder doch lieber eine Neufassung, mit hübscherer Grafik, die man seit ein paar Jahren auch auf aktuellen Videospielsystemen zocken kann? Das ist jetzt wirklich mehr oder weniger Geschmackssache.
Der eigentliche Grund, warum man überhaupt Myst spielen sollte, ist die unglaublich dichte Atmosphäre. Und das, dank des auch sehr unglaublich guten Soundtracks des Spiels. Es ist jetzt zwar kein Horrorspiel, aber trotzdem spürt man eine gewisse Enge, solange man die Originalversion spielt. Es hat einfach etwas Mystisches an sich. Zum anderen muss man einfach diese Revolution gespielt haben. Myst hat nicht wie so oft behauptet das Grafik-Adventure-Genre in den Ruin getrieben. Es hat damals etwas völlig Neuartiges geboten, was aber die Ewiggestrigen, die es damals auch schon gab, wohl nie verstehen werden. Die Atmosphäre lässt sich auch nur schlecht beschreiben und insgesamt muss man einfach selbst mal in diese sehr merkwürdige Welt einsteigen. Auch wenn die Rätsel einem den Verstand rauben werden und das Gameplay einem auch ziemliche physische Schmerzen bereiten wird. Meiner Meinung nach verliert die Atmosphäre aber leicht durch die neue Grafik. Es sieht zwar irgendwie alles hübscher aus und auch die Möwen wirken so real, sodass eigentlich nur noch fehlt, dass sie einem auf dem Kopf kacken, aber trotzdem wirkt alles durch die neue Beleuchtung weniger düster und schicksalsschwanger. Die Faszination geht auch stark von den statischen Bildern aus, was eben durch das Herumhuschen aus den letzten Remakes total zerstört wird. Wenn man also keinen kompletten Pixelbrei haben, aber so dicht wie möglich am Original dran sein möchte, dann sollte man sich Real Myst aus dem Jahr 2000 holen. Kann aber auch sein, dass ich langsam eben auch zu einem Ewiggestrigen mutiere. Myst hat so viel zu bieten und zu entdecken und man wird, mal abgesehen von der Ladezeit des Klassiker, sehr viel Zeit mit dieser Perle verbringen werden. Die Nachfolger kann man vorerst aufs Abstellgleis schieben. Wenn, dann sollte man nach Myst Riven spielen und dann das Ganze auf sich wirken lassen. Riven ist mit seinen 5 CDs sogar noch toller. Wer also gleichermaßen Schmerzen und Spaß liebt, der sollte sich seine SM-Klamotten überstreifen und sich dieses Spiel unbedingt holen. Was habt ihr auch schon zu verlieren? Ich bekämpfe einen viel mächtigeren Feind, als meine Söhne sich jemals vorstellen können. Irgendwann in der Zukunft werde ich vielleicht ihre Hilfe wieder benötigen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.